Tatütata, World of Tanks ist da. Ja, das ist mal eine etwas alberne Begrüßung. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich habe hier ein Replay rausgesucht für euch vom Sir Vince im Platoon und die sollten uns gleich hier richtig Spaß bieten. Und er selber fährt den Tier 7 Komet. Auch hier an der Stelle, wie gesagt, nicht nur 8er, 9er, 10er Gefechte, sondern auch mal ein bisschen was Niedrigeres, weil die Abwechslung ist ja ganz wichtig. Gerade der Komet ist auch ein sehr gern gespielter Panzer von vielen. Ist natürlich mit dem Reload von gerade mal 3,3 Sekunden absolut nachvollziehbar. Also das können die Briten gute Kanonen in World of Tanks bauen sozusagen. Da haben sie auf jeden Fall Fähigkeiten, die man ihnen erstmal lassen muss. So, mal schauen, wohin sie fahren. Prinzipiell der Komet, also sein Zugpartner, bleibt ihnen auf den Fersen. Der Sture, die Su dahinter, bewegt sich also auch in die Richtung, dass er dann unterstützen kann. Sie fahren jetzt hier direkt auf dem schnellsten Weg hoch in das buddhistische Kloster. Keine Ahnung, ob es das eins ist, aber ich sage jetzt einfach mal buddhistische Kloster, Dorf oder was auch immer. Gerade sehr viele Gegner-Heavies am Start. Wenig Mediums. Da muss er auf jeden Fall aufpassen, dass das da oben nicht zu krass wird. Zwei sind schon offen, 150er und KV-2, ganz unangenehmes Monster für so einen Kometen. So, jetzt hat er hier den Sherman fast schon als Schutzschild. Oh, aber da hat gleich die Su ordentlich reingeschlagen. Und der Komet hat auch nochmal getroffen, also da hat... Ah, und jetzt ist der KV-2 weg und da ist schon direkt richtig was los. Der Sherman hat gleich drei Gegnerpanzer aufgedeckt. So, zack, 120 Schaden, nochmal, zack. Oh, kritischer Treffer nur. Hier jetzt nicht zu viel HP einbußen. Da muss er jetzt clever spielen, jetzt unterstützt ihn der Komet, ganz wichtig. Ah, da kommt er, trifft er auch nicht, oder kommt er auch nicht durch. Zack, jetzt hat er ihn aber. 150er kommt hier auch noch vor. Ah, der Zugpartner hat ihn angezündet, ganz wichtig, ganz schön. Hat er hier auch nochmal durchschlagen. Der 150er also auch gleich ordentlich HP verloren. Die schnell schießende Kanone ist natürlich schon super. Und jetzt kommt auch noch ein 59-16 hier. Jetzt M6 kommt durch. Also das ist so ein Stellungskampf, das muss man erstmal mit dem Komet machen. So, M106. Wahnsinn, wie schnell einfach der Schaden daraus gedrückt wird. Das ist unglaublich. Und zack, jetzt hat er den auch weggeholt. Zwei Kills aktuell im Zug von drei Gegnerkills. 59-16 kommt jetzt wieder vor. Jetzt will er es auch. Jetzt hat er ihn angezündet direkt. Und das Munitionslager ist da rausgenommen worden. So, jetzt noch der M6. Der trifft ihn auch wiederum. Sein Komet hat hier leichte Probleme, aber deswegen, er geht jetzt hier auf den M6. Ah, Gott sei Dank muss er den Hit nicht fressen, sondern prallt ab. Nochmal den letzten, da hätte er nachgeladen, da muss er ein bisschen cleverer spielen. Genau so schön. Wahnsinn, 5 Kills im Zug, davon überhaupt erst 7 gemacht. Also sehr schön bisher, läuft gut. Machen die drei hier sehr, sehr ansprechend. Ergänzen sich da ideal. Su fährt jetzt direkt auch etwas vor. Hat mehr HP eigentlich, aber gut, Komet. Da sind die nächsten Gegner offen. Ja, Su macht es natürlich brachial. KV-85. Schön, jetzt hat er auch die Seite. Besser geht's einfach nicht. Er schwenkt auf die Arti schnell um. Nimmt die Arti raus. KV ist durch die Su auch rausgenommen worden. Auch da sieht man, die Absprache passt. Der schwere Hit. Jetzt ist er hier unten. 8 Kills aktuell im Zug. Wirklich grandios gute Leistung bisher. T-43 steht mit dem Heck zu ihm. Da kommt er jetzt super drauf. Ah, der kommt durch leider. Aber hier zu dritt
schießen sie drauf. Noch ein Kill. Diesmal vom Komet. Dann hat er auch seinen ersten. Die Su macht auch noch einen. Aktuell 10 Kills. Brauchen noch 2 Kills. Dann haben sie einen entscheidender Beitrag. Verdient wäre es. Gekappt wird hier durch den ELC. Zwei Kills ist definitiv machbar. Einer sollte für die Arti gehen und der andere macht noch was anderes. Entscheidender Beitrag wäre so verdient. Das sind auch beide Gegner. Das heißt, hier die letzten Gegner und die Arti hinten alleine. Vorteil ist, die kommen jetzt alle drei alleine von hinten ran. Da kann ihnen der Kill nicht mehr so geklaut werden. Das schauen wir uns jetzt noch so ein bisschen hier. Ah, sehr gut. Mit dem Hack T29. Arti ist offen. Er geht jetzt auf die Arti. Die anderen beiden kümmern sich da um die Panzer. Arti ist wieder zugegangen. Su hat Gott sei Dank genug HP für das Duell hier. Die Arti ist hier offen. Arti verschießt. Damit war's. Geschehen um die Arti. Der Kill haben sie sicher. Und dann hat die Su auch gerade noch den gemacht. Jetzt haben sie 12 Kills. Richtig nice. Wahnsinn. Wahnsinnig gut gemacht. Mal schauen, ob noch der letzte auch noch passiert. Die Su ist jetzt leider gestorben, aber entscheidender Beitrag ist so oder so gegeben. T29 wehrt sich noch nach allen, mit allen Händen und Füßen. Aber der Tod ist beschlossene Sache. Die Frage ist nur, wen nimmt auch noch jetzt seinen Zugpartner mit? Aber jetzt ist er raus. 3271 Schaden gemacht. Er hat hier den Top Gun geholt und ansonsten entscheidender Beitrag. Richtig schön. Sieht man, dass der Komet ein geiles Teil ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich wünsche euch alles Gute. Euer Alcaramba.